So, jetzt mal hoch zur Schmiede. Und dann kaufen wir uns die Materialien. Und ab zur Bohrinsel, die Bohrinsel reparieren. Boah, Mann. Ja, dieses Hin und Her hier fängt jetzt schon wieder an. Das war hier für die Quests nach Quelis und wieder zurück und so. Ja, ich werde nach wie vor die Schnellreisen nutzen. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr voran. Blöd nur, dass die Schmiede am anderen Ende der Insel ist. Das ist, da muss man halt immer quer über die ganze Insel. So. Was brauche ich denn hier überhaupt? Was ist meine Einkaufsliste? Da können wir auch gleich mal die anderen Quests machen. Hier die Tinte abgeben und so weiter. Ein Metallrohr, 5 Schrauben, 2 Silber. Ein Metallrohr. Warte, ich verkaufe hier erstmal Zwecks. Okay, dafür gibt es ja mehr Geld für diese Dinger hier. Die sind hier wertvoller. Oha. Wir sind ja reich. So, was kann ich noch so verkaufen? Stofftuch, das braucht man irgendwo für. Die Tinte gehen wir ja nicht weg. Vielleicht dürfte das jetzt reichen. Ein Metallrohr, 2 Silberbarren, natürlich reicht das nicht. Und die Schrauben. So, ein Metallrohr erstmal. Jetzt sollten wir erstmal die anderen Quests machen, nicht dass da hier was verkaufe, was ich noch brauche. So, 5 Schrauben. Okay, das kriegen wir hin und jetzt das Silber, das wird teuer. 460. Was können wir hier noch verkaufen? Nicht viel. Jetzt die Zitrone mal halt schön. Schwierig. Tinte behalten wir schön. Oder eine können wir auch verkaufen. Wir brauchen ja nur eine. 460, das brauchen wir auch noch. Dreimal Faden. Na komm, verkaufen wir erstmal den Stoff. Stoff. Oh, jetzt haben wir genug. Das ist schön. Die Musik ist wieder toll. 2 Silberbarren brauche ich. Sehr schön. Haben wir alles. So, zur Station der Elites. Da müssen wir jetzt hin. Ich habe kein Geld mehr. Geht trotzdem. Oh, die Musik wird lauter. So, ich habe dein Zeugs. Ja, nimm das. Ist das okay? Ja, ich bin mit diesen Materialien nicht vertraut. Ich muss sie erst untersuchen. Sie entsprechen vielleicht nicht unseren Qualitätsrichtlinien. Wie viel kostet das alles? Eine Million. Du brauchst mir nichts dafür zu geben. Sieh es einfach als ein weiteres Geschenk an. Wie der Brombeersaft. Ich gebe dir das alles, weil ich es möchte. Ohne etwas dafür zu fahren. Ein Geschenk. Ich brauche das Geld, um die Quest zu erfüllen. Bah. Nur, Kua. Na komm.
Dieses Konzept ist mir neu. Ein Geschenk. Interessant. Was ist denn hier los? Oh nein, die böse Frau schon wieder. Ach, das ist eine Frau. Wer bist du, Kind? Warum bist du hier? Ich bin menschlicher Abschaum. Widerlich. Und du Arbeiter, wie lautet deine Kennung? CB 152-74-89, gnädige Frau. Gut, ich werde später ein Wörtchen mit dir reden, weil du zugelassen hast, dass sie gegen diese Sicherheitsverordnung verstoßen hat. Jetzt geh mir aus den Augen. Der Baron ist ungeduldig. Ich habe Besseres zu tun, als mich mit Schwachköpfen wie euch zu unterhalten. Wiedersehen, CB. Bis bald. Ja. Ich habe die schlimmen Dinge gesehen, die nichts tun können, aber warum nur? Reden wir mal endlich mit der Luna. Kommen wir auch vielleicht im Abenteuer voran. Wir kommen ja hier wirklich voran. Das ist ja, scheint hier wirklich schon mit der Story hier. In Sachen Elites kommen wir hier storytechnisch sehr voran. Da haben wir schon einiges hier rausgefunden. So. Wo ist sie jetzt? Wo versteckt sie sich wieder? Hier. Wie geht es mit der Überzeugungsarbeit voran? Sehr schlecht. Eine böse Glied ist plötzlich aufgetaucht und hat mich rausgeworfen. Aus dem weiß CB gar nichts. Tja, scheinbar stecken wir in einer Sackgasse. Und was machen wir jetzt, Kind? Wir können nicht mit ihnen kämpfen. Wir brauchen jemanden Stärkeren, der sich ihnen in den Weg stellt. Es tut mir leid. Mehr kann ich nicht tun. Ich traue mich nicht. Dann werde ich jemanden suchen, der sich traut. Na toll. Das ist ja eine tolle Sache. Dann übergeben wir vielleicht erstmal die Tinte und so weiter. Etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Müssen wir erstmal die Inseln erkunden. Vielleicht übergeben wir hier mal erstmal die Tinte. Und das Zeugs. Zurück nach Quelis. Von Quelis können wir dann mal hier so entlang mal gucken. Dann machen wir das. Hallo, kleines Schiffsmädchen. Lizio. Dein Schiff hat Kanonen. Oh ja. In Wahrheit benutzen wir sie aber nicht. Die waren beim Schiff schon so dabei. Es ist Jahre her, dass wir sie abgefeuert haben. Sie sind so eine Art Dekoration. Aber man könnte sie benutzen, wenn es nötig sein sollte. Naja, sie bräuchten eine Generalüberholung. Vielleicht könnte ich sie zu Akai bringen. Ah, Akai. Ja, sie wird bestimmt gute Arbeit leisten. Wozu willst du die Kanonen haben, kleines Schiffsmädchen? Sag ich dir später. Kannst du mir die ausleihen? Ich denke schon. Danke, Delizio. Kaputte Kanonen. Okay, dann können wir auch da mit der Quest gleich weitermachen. Das war jetzt ein bisschen schlecht, weil das Spiel nicht rekrutiert haben, hat das mal schon Quelis waren. Das hätte eigentlich vor der Bucht von der Schwarzen Insel auf dem offenen Meer passieren müssen. Aber gut. Oh, wir müssen vielleicht mal was essen. Das wäre nicht schlecht. Eine von der Frucht. Eine behalten wir noch zum Anpflanzen. So, als erstes würde ich sagen, dort unten an den Strand. Der wollte das Fischgericht haben. Das ist so, sprechen. Schnell, mein Kind, wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber ich habe doch hier. Hier hast du. Was ist jetzt? Willst du es haben oder willst du es nicht haben? Bereit Kalebs Lieblingsfisch zu und verleih ihm Koas eigene Note. Haben wir hier. Nimm, friss und stirb. Komm vorbei, wenn du eines meiner Gerichte probieren möchtest. Na gut, dann halt nicht. Aber dem einen können wir doch unsere Tinte zurückgeben. Den Kollegen. Dort in seiner Bank. In seiner Weltraumbank.
Schlossnacht öffnet zwischen 9 und 15 Uhr. Ja gut, dann halt nicht. Wenn er schon so früh Feierabend macht. Was kann ich dafür? Also weiter mit Akai. Scheint sowieso die Hauptquest zu sein. Dann lassen wir die anderen beiden Sachen mal links liegen. Das eine geht nicht, das andere geht auch nicht, weil er zu hat. Na dann mal mit Akai sprechen. Die Kanonen reparieren. Dann haben wir was, womit wir kämpfen können. Es gibt doch noch ein Boss-Battle oder was. Akai, ich habe einen besonderen Auftrag für dich. Schieß los! Ganz genau. Du kannst ein paar Kanonen für mich reparieren. Es ist für einen guten Zweck, ich schwöre es. Einen guten Zweck, für den Kanonen gebraucht werden? Naja, sie sind für ein paar Piraten. Ich hoffe, sie helfen mir, einige dieser schrecklichen Elites zu besiegen. Das klingt, als ob du mir dir gerade eine Menge Ärger einhandelst, Kor. Das glaube ich auch, aber es ist sehr wichtig. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Für welchen Piraten ist dieser Auftrag denn? Nizio, der Schrecken und irgendwas von Mara. Ah, ja, Nizio. Er hatte mich schon einmal um Reparaturen gebeten. Er hat ein tolles Schiff. Glaubst du, er würde... Vergiss es, vergiss es. Was denn? Nichts, ich würde nur gerne einmal in den hohen Norden fahren. Glaubst du, er würde mich mitnehmen? Ich habe auch einige große Bauteile, die transportiert werden müssen. Ich werde ihn fragen. Gut. Bring mir dieses Material und ich werde den Kanon reparieren. Das ist ein neues Rezept. Fast Schießpulver. Auwei. Metall, Holz und Schießpulver. Metall und Holz kriegen wir hin. Fast Schießpulver. Was brauchen wir denn für das Fast Schießpulver? Können wir hier vielleicht schon gucken. Fast Schießpulver. Banane. Was zum... Okay. 3 Holz. 4 Kohle. 2 Banane. Die haben wir nochmal Kohle hergestellt. Gar nicht, das haben wir durchgekauft irgendwo. Kohle, Kohle, Kohle. Wenn es geht, würde ich die Materialien noch wieder kaufen hier. Wann schließt denn eigentlich hier der Laden? Macht denn der dicht? Ich fahre mal hier bis 18 Uhr. Ja. Drin stecken bleiben sollte man diesmal nicht, weil ich habe keinen Schlafsack mit. Ist ja blöd, da müssen wir die Nacht hier durchwarten. Sehr gut. 18 Uhr schließt's. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder zur Insel zurück und hier noch ein bisschen Schießpulver mit Bananengeschmack machen. Mal schauen, wie viel wir hier auf dem Markt kaufen können. Ich kaufe lieber das meiste. Habe ich weniger Aufwand. So, verkauft jemand von euch Bananen? Ich fürchte nein. Wo kriegt's Bananen her? Kohle. Wie viel Kohle brauchen wir? Für Schießpulver? Tja, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Schießpulver. 4 Kohle brauchen wir. 3 Holz und 2 Banane. Verdammt. Zwiebel. Müssen wir auch mal bei Gelegenheit anpflanzen. So viel Kohle haben wir. Holz kriegen wir so. Banane. Hast du zufällig Banane?
Ne, Bananen gibt's hier nicht. Hast du zufällig eine Banane? Tja, mal schon, wer mir hier eine Banane verkaufen kann. Sonst hätte ich keine Idee, wo ich Bananen herkriegen sollte. Ja, auch nicht. Dann klappere ich hier mal wohl alle ab, die irgendwas haben könnten. Keine Bananen. Okay, da sollten wir vielleicht mal schlafen gehen. Bevor wir hier mit den nächsten Quests anfangen. Bevor wir Bananen kaufen gehen. Wer könnte denn Bananen verkaufen? Ich weiß immer nicht. Ich hatte eher auf Arman gerechnet, mit Arman gerechnet, hätte ich mal so gesagt, weil der Restaurantbetreiber ist und so weiter, aber puh. Wer könnte sonst noch verkaufen? Mal schauen. Und Grunz macht das Schwein. Ja. Verkaufst du mir etwas? Und du sprichst nur mit mir. Hm. Bananen. Ich hätte wohl keine Bananen zu verkaufen. Öffnet erst um 10. Okay. Bananen. Das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Bananen hatte ich hier noch nie. Zitronen hatte ich schon, aber Bananen. Bartkratz. Bananen. Wo kriegen wir Bananen her? Zwei Bananen. Das wird das Schwierigste sein. Wir können ja erst weitermachen, wenn wir auch die Bananen haben und dann auch da weitermachen können, wenn wir das Schießpulver und die Materialien dazu sammeln können. Touristen. Kein Fußbreit den Touristen. Ich mit denen. Die blockieren nur die Innenstädte. So pünktlich. Verschwinde. Okay, Bananen hast du nicht. Dachte ich mir schon. Ja, mit wem könnten wir noch sprechen? Wir müssen sowieso noch mit dem Kollegen reden, der hier die Tinte haben muss. Vielleicht verkauft er uns auch eine Banane. Bananen schon bäschen. Jo. Ist das genug? Ja, das ist genug. Du hast nicht vor, dich zu bedanken, stimmt's? Das ist nicht nötig. Wenn du über deine Altersvorsorge sprechen möchtest, wäre ich vielleicht etwas höflicher. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Dann raus mit dir aus der Bank. Es gibt noch andere Leute, die ich bedienen muss. Aber hier ist niemand weiter. Stimmt. Handeln können wir mit dem nicht. Sehr schade. Bananen. Vielleicht der Edit. Vielleicht ist der ein Kandidat, der Bananen verkauft. Das muss ich mal auf dem schwarzen Vulkan vorbeischauen. Das könnte auch von Duna eine Aufgabe sein. Also, vielleicht könnte auch Duna was verkaufen. Also sind die Edits auf der Bordinsel. Da könnte man auch mal. Mit dem konnte man ja auch handeln. Nö, hier nicht. Dass die Schmieden das nicht verkauft, weiß ich. Ich frag mal hier die Saini im Leuchtturm. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten geht's zu Blindensinn und dann schaue ich mal, uns da was verkauft. Vielleicht ist ja Duna die Ansprechpartnerin für Bananen.
Pfannkuchen. Keine Bananenchen. Dann würde ich mal sagen, schwarzer Vulkan. Vielleicht verkauft die uns Bananen. Oder wir fahren noch durch die ganzen Inseln, gucken mal, ob wir irgendwo auf einer Insel Bananen finden. Vielleicht finden wir noch eine Bananeninsel. Es wäre sowieso mal Zeit, die Inseln zu erkunden. Mm. Bananen! Sehr gut. Zwei brauche ich. Nimm alles. Ja, das brauche ich ja sowieso nicht mehr. Das will er ja nicht nehmen. Zwei Bananen, wofür auch immer wir die bei Sprengstoff brauchen. Drei Holz brauchen wir noch und dann müssen wir noch die Kanonen. Oh, wir brauchen zweimal fast mit Cheeseburger. Das heißt, wir brauchen vier Bananen. Doppelt an Zeugs brauchen wir. Und drei Holz brauchen wir noch. Also sechs Holz. Holz verkaufst du nicht. Metall brauchen wir noch irgendwie. Na, wie sah das aus? Metall brauchen wir 20. Okay, ich glaube, die sammle ich lieber, als die hier zu kaufen, oder? Metall. Das wird wirklich teuer. Könnt ihr auch noch 5 von kaufen. Gut, wenn ich das richtig gesehen habe. Bananenschen haben wir jetzt. Kohle müssen wir noch besorgen. Nochmal 4. Jede Menge Holz. Boah, jetzt zweimal. Da habe ich nicht drauf geachtet. Es wird zweimal. Das Ganze doppelt machen müssen. Unser Geld verplempern wir hierfür. Also ich brauche noch ein bisschen Kohle. Ja, Kohle brauche ich auch noch. Ich brauche Kohle, um mir Kohle zu besorgen. So sieht's aus. Also ab zum Markt. Und mir da Kohle besorgen. Kohle ist zu erschöpft und kann nicht sprinten. Ja. Kohle. 36 brauchst du dafür. Mhm. So, das wird jetzt hoffentlich reichen. Holz und Metall müssen wir dann noch zusätzlich, wenn wir die zwei haben. Die zwei Fässer. Was mit Schießpulver? Okay, Holz. Jetzt müssen wir Holz sammeln. Holz und Metall sammeln. Dazu gehe ich vielleicht mal in meine Mine. Auf meine Heimatinsel. Gut, ich mache mal kurz was etwas Unnützes. Verplemper hier Geld für die Schnellreise. Gut, hier ein bisschen falsch geparkt. Ja. Oh, verdammt. War mal eine Abkürzung. War eine Abkürzung zum
Dings. Ja, können wir ja sowieso mal anpflanzen. Wenn wir was haben zum Pflanzen, können wir das gleich mal gerade machen. Kartoffeln. Kartoffeln. So, Sonnenblumen. Schön hier mal wieder was säen und ernten. Schadet nicht. Ich habe mal wieder Dünger. Jede Menge Dünger haben wir sogar hier. Genügend. Und gießen. Sehr toll. Jetzt Abwechslung auch mal ein bisschen Feldarbeit. Dann wächst meine Sachen. Butter. Brauchen wir Milch für. Interessant. Holz wollten wir sammeln. Dann müssen wir wieder Bäume fällen oder was? Wir brauchen aber ziemlich viel Holz. Also erstmal nach Eisen gucken oder was. Man muss jetzt Kirschbäume fällen oder was? Warum muss ich ausruhen? Na toll. Zu schwach zum Abholzen. Jetzt ist mein Apfel. Damit man wieder Stärkung hast. Bananen schön behalten, nicht aufessen. Hoffentlich finde ich das Holz hier noch. Ich fürchte, es ist weg. Wo ich gerade abgebaut habe. Das Orange. Sehr gut. Jetzt können wir vielleicht hier ein bisschen Eisen abbauen. Das ist kein Eisen. Das ist Eisen. Okay. Es ist ja fast hier eine Offscreen-Arbeit, die wir Offscreen machen müssten. Das Eisen und das Holz abbauen. Das Holz werde ich wahrscheinlich auf dem Ozean sammeln müssen. Nochmal schnell in die Mine hier. Kann hier noch ein bisschen, es kann hier ein bisschen dauern jetzt. Sehr gut, eine Eiche gepflanzt. Höher liegende Fläche, oh ja gut, nein, das lassen wir mal lieber. Zitrone wahrscheinlich auch, oder? Nee, das mehr aus. Sehr gut. Ich habe auch schon die Mine. Eine Mine. Ich brauche Eisen, brauche Eisen. Holz finden wir hier in der Mine nicht, aber Eisen. Jede Menge Eisen. Ich glaube 20 Eisen braucht man auch nur. Das haben wir gleich vollständig. Haben wir gleich. Nicht richtig hier. 11 haben wir erst, ja, gut die Hälfte. So viel dazu. Chor ist erschöpft. Halt noch ein bisschen durch. Sagte er. So. Schauen wir mal, wie viel brauchen wir noch? Wie viel haben wir schon? 20 von uns, genau. Und dann Holz. Ein bisschen Brombeer ernten, falls wir wieder ein bisschen Saft brauchen. Das ist wirklich Brombeer, nicht Blaubeer. Habe ich falsch gesagt.
So. Hier wachsen auch Orangenbäume und Zitronenbäume. Zwölf Eisen. Okay, hier ist nur eine Flasche. Zwei Flaschen. Ich und die Flasche. Ist wieder erschöpft. Das gibt's doch nicht. So komme ich doch niemals voran. Ich habe nichts zum Essen. Brombeere vielleicht. So, jetzt bist du vielleicht mal ein bisschen kräftiger zum Bergarbeiten. Bergarbeiter und Chor. So. Ich muss aber gleich meine Aufnahmepause einlegen, weil ich noch was vorhabe. Sonst springt das hier mein Zeitplan. Ich brauche nur die hier, die blauen, abzuarbeiten. Alles andere können wir eigentlich stehen lassen. Es ist die Mühe nicht wert. Ich meine schon, da ging mal Kupfer von, aber ich brauche jetzt Metall. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch Metall finde irgendwo. Oh, Schafe. Haben die sich vermehrt oder was? Die haben sich doch ganz klar vermehrt. So viele Schafe hatte ich noch nicht. So, noch von der Metallinsel fahren oder was oder wie? Ich brauche doch nur noch ein paar Stück. Das lässt uns doch bestimmt aus. Das lässt sich bestimmt auf dieser Insel noch finden. Oder irre ich mich da? Noch mal rum. Kaktus. Das ist vielleicht eine schlechte Idee, hier rauszuschwimmen. So lange halte ich hier nicht durch. Ich kann nicht wieder an den Strand hier. Das ist eine gute Taktik. So kommt man um die Insel rum. Hier kann man immer so auf ein Stück Strand auf den Stein drauf hüpfen. Auch mal schön, das hier umfahren zu haben. Ich habe leider kein Eisen hier. Eine Muschel. Gut. Nix. Dann muss ich mich wohl aufs Gehen nochmal auf die Suche machen. Noch ein bisschen Eisen und Holz suchen. Das machen wir. Ich glaube, ich mache das jetzt aufs Gehen. Ich muss eh gleich eine Aufnahmepause machen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich dann in der nächsten Aufnahme mit Holz und Eisen und Bananensprengstoff, Bananenschwarzpulver und Gelbpulver, wenn das so ist, mal die Quest erfüllen und mal das Material für die Blumen, Quatsch, für die, sag schon, für die Kanonen bereitstelle. Hier noch ein paar Sonnenblumen ernten. Sehr schön. Kartoffeln können auch schon ernten. Wozu uns die was bringen, weiß ich noch nicht, aber irgendwofür können wir die bestimmt gebrauchen. Na gut, dann würde ich mal sagen, da mich nach oben und da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part, im nächsten Aufnahme. Bis dahin.